So soll er aussehen, der Senftenberg-Gutschein, mit dem Stadthafen als einladendem Motiv. Doch was verbirgt sich genau dahinter? Am 16. Februar hatte der Gewerbeverein Händler und Unternehmer zu einer Kick-Off-Veranstaltung eingeladen. Wie soll das Gutscheinsystem funktionieren? Was sollten auch die Senftenberger dazu wissen? Um die Verwirrung ein bisschen aufzulösen. Aber wir haben auf der einen Seite diesen Geschenkgutschein, den man kaufen kann in den Geschäften, wo sie verkauft werden nachher und auch online. Die haben einen Wert von 10, 25 und 50 Euro. Und der Arbeitgebergutschein, wo der Arbeitgeber also entscheidet, der macht einen Benefit für seine Mitarbeiter, der kann frei gewählt werden zwischen 1 und 50 Euro. Da gibt es eine Freigrenze, eine steuerliche Freigrenze von 600 Euro pro Jahr. Und der Arbeitgeber kann eben entscheiden, in welchem Umfang und wie oft er diese Gutscheine zur Verfügung stellt. Der Vorteil, der Gutschein soll in allen Geschäften nutzbar sein, auch in Hotels und Gaststätten, bei Handwerkern und größeren Firmen wie den Stadtwerken. Vorteil auch, man kann in mehreren Geschäften damit bezahlen. Und alle in der Stadt haben einen Nutzen dabei. Der Nutzen für die Senftenberger, der liegt einfach darin, dass sie ihre Stadt selber stärker machen können. Den Handel stärken können, die Dienstleister, die Gastronomen stärken können. Also es geht wirklich darum, dass mehr Kaufkraft in Senftenberg bleibt. Wir wollen der Dezentralisierung entgegenwirken damit. Und der Profit für die Senftenberger wird der sein, dass wir einfach immer schöner werden in der Innenstadt, dass das Einkaufen noch attraktiver wird, als es schon ist. Und das ist das große Ziel. Doch zuvor gibt es ein Nahziel und das heißt, so viele Teilnehmer und Interessenten wie möglich zu gewinnen und Ängste und Sorgen bei den Unternehmern zu minimieren. Nur dann kann es wirklich losgehen. Wir brauchen alle. Der Aufwand des Systems ist so gering, dass auch keiner sagen kann, das ist ihm zu anstrengend, zu stressig. Es ist ein wirklich voll digitalisiertes System, was absolut easy umzusetzen ist. Das System muss erstmal ins Rollen kommen. Das ist vielleicht die größte Herausforderung. Doch dabei hat der Gewerbeverein Hilfe bekommen. Die Stadt Senftenberg unterstützt die Einführung des Gutscheinsystems mit 30.000 Euro. Und auch Senftenbergs neuer Bürgermeister Andreas Pfeiffer steht hinter dem Beschluss der Stadtverordneten dazu. Ich denke, das ist sehr gut für Senftenberg. Wir brauchen ein einheitliches Gutscheinsystem. Einfach, wir müssen Konkurrenz sein zu den Großen. Ich möchte jetzt nicht die Firma nennen, die mit A anfängt, aber wir müssen eine Alternative anbieten. So, dass nicht nur die Geschenke von der Oma, sondern auch die Arbeitnehmergutscheine hier vor Ort angesetzt werden können. Und da sind ja schon viele Firmen mit angesprochen worden und wir hoffen, dass so viel wie möglich hier daran teilnehmen. Zumindest scheint das Interesse bei den Händlern, aber auch bei den Unternehmern der Stadt am Senftenberg-Gutschein groß zu sein. Über 40 Teilnehmer waren der Einladung des Gewerbevereins gefolgt. Und wie ist der erste Eindruck? Wo ich 100% überzeugt bin. Wir sind weiterhin im Gewerbeverein und werden das auch voll unterstützen. Also. Und ich kann mich ehrlich gesagt nur dafür bedanken beim Gewerbeverein, dass die das auf die Beine gestellt werden. Ich bin auf jeden Fall dabei. Wir feiern dieses Jahr 35 Jahre MediMax. Ich kann schon garantieren, wir werden mindestens 100 Gutscheine verlosen. Also Sie sehen mich Feuer und Flamme. Das ist eine wunderbare Geschichte, absolut überzeugend und für meine Begriffe auch, ja, wir müssen da alle dahinter stehen und das pushen, damit das auch richtig ins Rollen gerät. Ich bin überrascht, dass so viele auch hier sind und freue mich, dass das dann bestimmt auch gut starten wird. Also dagegen fällt mir, glaube ich, nichts ein. Dafür eindeutig, dass wir das Geld in der Stadt halten können und tatsächlich ein praktikables Mittel haben, um den Senftenbergern auch was anzubieten. Also dafür spricht natürlich, dass die Stadt Senftenberg am Leben erhalten wird. Das heißt, dass auch viele Geschäfte weiter existieren können und sollen, was ja auch Sinn und Zweck in einer Kleinstadt ist. Durchweg positive Resonanzen, auch wenn hier und da noch einige Fragen offen sind. Für die Senftenberger vor allem sicher die, wann es losgeht. Offiziell soll der Senftenberg-Gutschein im Mai starten. Und davor hat der Gewerbeverein noch Folgendes geplant. Und es wird dann zum Anfang eine Verlosung geben. Das ist tatsächlich auch durch diese Anschubfinanzierung der Stadt können wir das realisieren, dass wir also 100 Gutscheine im Wert von jeweils 10 Euro verlosen werden. Vielleicht schon beim Frühlingsfest, was der Gewerbeverein veranstaltet, so dass da schon mal so Geld im Umlauf ist und so ein bisschen die Leute probieren können und testen können. Mit dem Thema Gutscheinsystem hat sich der Gewerbeverein Senftenberg seit Jahren beschäftigt. Nun ist es in greifbare Nähe gerückt. Die Empfehlung vom ehemaligen Vorsitzenden ist eine eindeutige. Mitmachen. mitmachen und in den Verein eintreten. Das ist aber, wie gesagt, das ist leichter gesagt. Aber dieser Gutschein, wie es schon rüberkam, Amazon, Zalando und, wir können das auch selbst.